Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Hof Bergmann. Wir haben in der letzten Folge oder in den letzten Folgen vorbereitet, dass wir den Weizen veredeln können. Der ist ja nun schon etwas eingefüllt in die Maschine und wenn alles nach Plan läuft, arbeitet sie auch. Und wir werden uns weiter hier kümmern, dass das Weizen vom Feld geholt wird. Dann werden wir, wenn das soweit ist, das Stroh für den Kompost einlagern. Und wenn das erledigt ist, werden wir uns mal wahrscheinlich in ein, zwei Folgen um den Hof kümmern und dort ein bisschen Ordnung schaffen. Dann das Feld hier bearbeiten, die Wiese. Vielleicht holen wir uns auch die ersten Tiere schon. Das ist so der grobe Plan für die nächsten Folgen. Wie schnell wir das auf die Reihe kriegen, werden wir sehen. Und hängt natürlich auch vom Kontostand ab. Denn ja, wir müssen ja rein theoretisch das getrocknete Weizen dann noch verpacken. Und dann auf dem Anhänger und dann geht es in die Verkaufsstation. Ne? So ist der grobe Plan. Ja. Und so wie ich das sehe, ist der schon fast wieder voll hier. Quietscht ganz schön hier. Okay. Fehlt ein bisschen Öl. So. Sind wir schön durch die Ernte hier gefahren, oder? Na, es geht gerade so. So, dann steigen wir mal aus. Dann nehmen wir den hier und überladen mal den Weizen. Ja, ist natürlich nun alles ein bisschen langwierig, dadurch, dass wir ja nicht die tollste Technik hier haben, als auch halt. Müssen wir hier nochmal ranfahren. Und man sieht das immer so schlecht hier. Okay, gut, dann tun wir das Überladerohr wieder einholen und machen weiter mit der Ernte. Ja, das ist natürlich, wie gesagt, ganz schöne finanzielle Belastung, die wir uns hier aufgetan haben. Ganz klar, aber ich bin da ziemlich optimistisch, dass nicht das ganze Weizen für unsere Zinsen drauf geht. Denn wir brauchen ja auch mit der Zeit eine neue Technik. Tiere, da werden wir mal schauen, wie wir das am schnellsten hinkriegen. Deswegen haben in erster Linie natürlich auch der Hof eine gewisse Priorität, den sauber zu machen. Ja. Ich hatte erst überlegt, ob wir erst uns um den Hof kümmern, aber da das Feld schon hier zu reif war, habe ich gedacht, dass wir uns da lieber erstmal um das Feld kümmern. Denn wenn es verdorrt, haben wir auch nichts gekonnt. Dann ist erst der richtige Schaden da. Und natürlich alles, was im Hof liegt, ist nicht mehr verwertbar. Das habe ich so beschlossen. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Auch das verpackte Silage. Ich weiß nicht, was der Voreigentümer damit gemacht hat. Und ich kann das einfach nicht das Risiko eingehen, das zu verfüttern, falls wir da mal Tiere haben. Oder es mit gutem Gewissen an irgendjemanden noch zu verkaufen. Das Einzige, was noch eine Möglichkeit wäre, wäre in die BGA es zu tun. Aber ja, wie gesagt, auch da kann natürlich ein Schaden entstehen. Ne? Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was der damit gemacht hat. Deswegen wäre mein Vorschlag, wir reißen das auf und tun es kompostieren. Da haben wir für die Zukunft entweder einen Dünger oder wir bekommen noch ein bisschen Geld hier rein. Und das sollte es eigentlich sein. Ja, ich weiß nicht, Schweine sind eigentlich auch eine ziemlich einfache Sache, ne? Die vermehren sich ja ziemlich schnell und da hätte man auch den kleinen Ertrag. Aber auch die Milch ist nicht ohne, na? Wenn man da mal schaut, da könnte man wieder Käse draus machen zur Veredelung. Und ja, Schweine könnte man fortfahren, da könnte man zur Fleischerei oder zur Schlachterei fahren. Und da gibt es natürlich auch den ein oder anderen Euro dafür. Müsste man sich mal genau überlegen. Vielleicht macht man auch alles auf einmal. Ich glaube, bei unserem finanziellen Stand ist nicht viel drin, aber dringend benötigt. Nun ja, es ist halt wie es ist. Ich glaube, wir sind hier irgendwie ein bisschen schief gefahren jetzt, oder? Keine Ahnung.
Ja, ich denke, wir werden das Feld hier auf alle Fälle jetzt erstmal zügig beenden, damit der Weizen da verarbeitet werden kann. Ansonsten direkten Investitionsplan haben wir nicht. Wir haben nur ein grobes Ziel und wir müssen natürlich eben an die Belastungsbedienung denken, ja, dass das gesichert ist. Und dann müssen wir halt Augen zu und durch. Ja, es gibt hier ziemlich viele Sachen, die man hier machen kann in der Region. Man bräuchte eben dann nur das gewisse Kleingeld, um es zu kaufen. So. Den lassen wir mal ausfahren. Wir steigen aus und holen den Traktor. Dann können wir nämlich schon wieder überladen. Läuft wie beim Brezelbacken. Ja, ich denke, das sind 5, 6. Ich glaube, es wird nicht reichen. Wir müssen den nochmal abfahren, dann, bevor das Feld hier fertig geerntet ist. Aber soll ja nicht unser Schaden sein, denke ich, ne? Je mehr, umso besser. Genau. Und da ist es schon alles. Sehr gut. So, und da geht's weiter. Ist zwar ein altes Gerät, aber es erfüllt seinen Zweck, ne? Wenn man es jetzt nicht so eilig hat, ist das vielleicht auch eine nette Geschichte. Was uns natürlich auch zu überlegen gilt oder zu machen gilt, vielleicht wäre eine Mission, wenn wirklich das Geld knapp wird, dass wir dann hier von dem benachbarten Bauer vielleicht mal unterstützen, unter die Arme greifen können. Das wäre schon vielleicht eine nette Sache. Müssen wir einfach mal schauen, wie sich das ergibt. Ob sich das ergibt. Und wie wir da vielleicht helfen können. Ja. Aber in erster Linie sollte natürlich der Gedanke stehen, dass wir uns um unser eigenes Zeug kümmern, dass wir uns im eigenen Hof in Ordnung bringen. Aber wie gesagt, wenn das Geld knapp wird, müssen wir da in die Richtung denken. Auf der anderen Seite würde sich natürlich dann auch der Drescher hier bezahlt machen, auf jeden Fall. Er ist zwar nicht schnell, aber das, was da vielleicht reinkommt, ist dann ein nettes Zubrot, sage ich mal. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen, vielleicht. So, ich fahre jetzt mal nicht den Bogen hier, weil ich hoffe, das mal ein bisschen gerade wieder zu ziehen zu können. Weiß gar nicht, warum wir so eine Delle reingefahren haben. Keine Ahnung. Da müssen wir vorne ja fast wieder voll sein, ne? So. Vielleicht hätte ich den Anhänger auch nicht so groß machen sollen mit 12.000 Liter. Vielleicht hätte man 4 oder 8 nehmen sollen, das hätte auch gereicht und es ist auch mit dem Verladen dann, glaube ich, besser. Aber fürs Fortschaffen, wenn wir irgendwas fertig haben, fürs Fortschaffen ist das natürlich ideal, ne? Naja, hin wie her. Irgendwas ist ja immer. So, ich fahre schon mal das Rohr wieder aus. Geräusche sind echt krass. Ich habe trotzdem so den Eindruck, dass das eigentlich ein... Naja, mir kommt das so Pi mal Daumen, kommt mir das eher wie ein russisches Modell vor. Statt ein International Harvester oder ein Case. Weiß nicht, kann mich da täuschen, aber... Hinten diese Biegung ist eben so verdächtig, dieses... Das hintere, der Auswurf. Ich weiß nicht so richtig. Upsala. Sind wir gar nicht unten? Na sowas. Ja,
Jetzt. Und es geht los. Auch das ist sehr schön gemacht hier, ja, dass man da so reinschauen kann. Die Schnecke dreht sich zwar nicht, aber ist nicht animiert. Aber ich denke, das ist auch kein Problem. Ansonsten, wie gesagt, doch ein sehr netter Drescher zum Starten. Kann man eigentlich nur empfehlen. Macht doch keine Probleme in irgendeiner Form. Das ist auch sehr angenehm. So, stellen wir mal so hier hin und noch ein Stück zurück. Und dann soll es das gewesen sein. Ja. Also kann man gut damit arbeiten. Es gab auch noch so einen zum Anhängen. Ich glaube, der war von, wie heißt das gleich, deutsches Unternehmen, Fahr. Den hatten sie auch noch beim Händler. Das wäre auch noch eine Option gewesen, aber ich weiß nicht, ob das der Drescher geschafft hätte. Deswegen habe ich mich da erstmal dagegen entschieden. Und hoffe, dass das... Finanziell hätte es keinen Unterschied gemacht, groß. Das wären vielleicht 500 oder 1000 Euro gewesen. Ist ja alles gebrauchte alte Technik. Aber ich denke auch für sich sprechend robust und zuverlässig. Ja. Wenn heute was an den Dreschern kaputt ist, ist ja, das kostet ja Wahnsinn, ne? Stellt euch mal vor, vorne an dem Schneidwerkskopf, da geht irgendwie so ein Messer kaputt. Ich weiß gar nicht, was sowas kostet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas bestimmt mit 200, 300 Euro reinschlägt, ein Messer, wenn das überhaupt reicht. Gut, wenn man jetzt groß genug ist, sage ich mal, wie zum Beispiel ein Lohnunternehmen, die haben bestimmt eine eigene Werkstatt, dann wird das angeschliffen und dann wird das wieder eingebaut. Aber es muss natürlich dann auch trotzdem passen, ne? Nicht, dass es dann entweder zu abgeschliffen ist und keine Reibung mehr da ist, weil dann verstopft ja dort das Schneidwerk oder macht nur Probleme. Und das ist ja dann auch nicht federführend oder zielführend und ja. Deswegen glaube ich, ist das so doch eine nette Sache. Ja. Naja, es wird doch. Da würde ich sagen, das wären bestimmt noch. Also das wird jetzt mal 3, dann haben wir 4, 5. Es wird bestimmt so anderthalb Tank werden es noch werden. Also anderthalb Ladungen vom Anhänger. Was jetzt hier insgesamt noch drauf ist, inklusive dem, was wir schon abgeerntet haben, anderthalb, schätze ich mal. Ja. Schön. Ja, sind wir breit genug? Oh, das könnte passen. Schön. Schöne Sache. So. Ja, im Wiederverkauf wird das Fahrzeug wahrscheinlich ja nicht viel bringen, aber momentan ist da, glaube ich, auch nicht an Wiederverkauf zu denken. Ich bin froh, dass ich dieses Gerät hier habe, dass wir damit unser eigenes Feld machen können. Ansonsten hätte man ein Lohnunternehmen vielleicht beauftragen müssen und dann ist der Ertrag ja schon erheblich weniger. Ja. Sieht schon irgendwie cool aus, aber der sitzt eben die ganze Zeit im Staub, ne? Weiß nicht, ob das in der Realität so prickelnd war. Aber ich glaube, vorne stiebt das auch nicht zu sehr, außer weiß ich nicht.
Es hat lange nicht geregnet vielleicht, aber eigentlich stiebt es ja eher hinten. Ja. Von daher ist die Animation vielleicht etwas fragwürdig. So. Sehr schön. Schöne Sache. Steht hier vielleicht noch irgendwas anderes dran? Weil für mich sieht das ja aus, als ob hier einiges weggemacht worden wäre. Was vielleicht auf den Originalmod hindeutet. Also hier steht das. Aber ich weiß nicht, ich habe da so... Weil, warum ich das sage, ist eigentlich, denn wenn ihr in den Shop guckt bei diesem Modell, na, wie gesagt, hier steht International Harvester. Aber im Shop ist da, glaube ich, Jenisee angegeben oder Rostelmarsch. Ich weiß es nicht genau. Und das gibt mir halt zu denken. Und wie gesagt, der Heckauswurf hinten sieht mir eigentlich eher nach russischen Modellen aus. Aber... ist ja eigentlich auch egal. Trotzdem wollte ich es mal erwähnt haben. So. Dann können wir das hier ausladen. Der ist nämlich gleich wieder voll. 6400 haben wir drin. Etwas über die Hälfte. Das ist in Ordnung. Ist schon wieder abgetankt. Ein niedlicher kleiner Drescher. So, ich mache noch hier eine Runde weiter und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage auf bald. Macht's gut. Ciao, ciao.